Moin, hi, hier, herzlich willkommen dann nochmal alle, die dazugekommen sind, zu The Crow Motorfest. Da werden wir jetzt spielen. Ich darf mir ein Avatar anpassen, die Frage ist nur welchen. Kann ich nicht irgendwie so ein bisschen durch? Ach, okay, wir können wirklich sogar durchskippen. So. Also gut, Leute. Ganz ruhig. Ich weiß, ihr seid aufgeregt. So ein Flug ist immer ein Erlebnis. Also, willkommen hier beim Motorfest. Ich bin Malou, die Motorfest-Sprecherin. Und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Ihr seid Ehrengäste, Athleten, Festivalfreunde, Autofans. Alle heute hier im herrlichen Hawaii. Dies ist das Festivalgelände. Aber wir haben die ganze Insel für euch vorbereitet. An diesem Ort könnt ihr alles fahren. Vom Klassiker bis zum Tuning Monster. Es ist eine großartige Hommage an die Automobilkultur im Namen von Motorfest. Wir nennen diese Schätzchen die Playlists. Und ich lese das nicht nur in der Motorfest-App hier. Ich habe sie ausprobiert, bevor ihr hier wart. Und hier, ich zeig's euch. Diese Playlist ist ein einzigartiges Erlebnis. Sie heißt Made in Japan. Ich glaube, wir dürfen schon mal fahren, ja. Bei Made in Japan lernt ihr die japanische Autokultur von Grund auf kennen. Okay. Hier trifft Teer auf Tradition. Von den Berggipfeln in die Städte. Diese Neonreise solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Aber sag mal, toll sieht's ja durchaus aus. Die Playlists für euch auszuprobieren, ist das Schöne an diesem Job. Mittendrin in der Action, am Steuer von japanischen Drift-Ikonen, einfach genial. Übertrieben, übertrieben! Ja, dadurch tatsächlich sogar so ein bisschen, noch so ein bisschen Schwung mitgenommen. Ist euch die Musik ein bisschen zu laut? Oder nicht? Oder doch? Easy! Easy! Es ist halt ein Arcade-Racer. Da muss man ja erstmal so gewöhnen, so ein bisschen zu vorsichtig. Brauchst du ja eigentlich nicht fahren. Über Berge und Autobahnen zu rasen war einfach unglaublich. Aber die nächste Playlist hieß Offroading Addict. Also ab in die Wildnis. Ich glaube, ich sehe ein Problem. Warte mal eben kurz. Musik im Spiel, Musik in den Videos, Dialoge, Effekte, Umgebung, Unfälle. Ich glaube, das dürfte nahezu Streamer-Modus. Was übernommen? Moin auch HD Diamond. Jetzt schon wird die Musik schlechter. Abseits der Straße habt ihr die Chance, selbst zu bestimmen, wo es lang geht und die weite Landschaft zu erkunden. Die schon Insel witzig. Wird zu eurem Spielplatz. Totale Freiheit zu eurem Credo. Das sieht schon cool aus.
Pickups, Quads. Hier könnt ihr die ausgetretenen Pfade verlassen. Das sieht echt gut aus. Das ist bis jetzt wirklich ein wunderschöner Kart-Racer. Ich meine, ich sehe es ja sogar in 4K. Ich werde ja mal, werde das auf YouTube relativ schnell versuchen hochzuladen. Das ist schon neat. Mühe leiser. Aber nur die Mucke, ne? Offroad ist Freiheit. Improvisation. Bei der nächsten Playlist geht's allein um Wettkampf. Deswegen heißt sie Motorsports Playlist. Sie ist nur was für Profis. Dann gehen wir mal ein bisschen runter mit der Mucke. Guck mal, ob es so ein bisschen besser wird. McLaren-Style. Nicht, dass ich mich damit irgendwie ausgehe. Motorsport dreht sich alles um Bestleistungen. Die Spannung des Wettkampfs, aber auch um strategische Gesichtspunkte und Entscheidungen unter Druck. Man kann, ich könnte rein theoretisch die Auflösung hochdrehen, das ginge. Aber du musst halt die richtige Datenmenge dafür auch bereitstellen. Ist ja immer so, als wenn du ein Bild einfach immer weiter verwässerst und so ist es hier im Endeffekt ja auch. Witzig, dass ihr sowas mit dabei habt. Es gibt einfach nichts Schöneres, als mit dem eigenen Team in der Königsklasse des Motorsports zu triumphieren. Ja, und dann hast du, also die höhere Auflösung kann ich reinsetzen, aber dann sieht das Bild immer einfach kacke aus, ne? Weil die Datenmenge dazu einfach nicht passt. Boxenstopps einlegen, die Konkurrenten im Auge behalten. Das ist ziemlich anstrengend. Ich baller hier aber auch echt gut raus. Also. Es war schön als Champion, aber dann wurde es oldschool. Vintage Garage. Eine Playlist für echte Autoliebhaber. Jetzt geht's los. Keine Ahnung, was das für ein Auto ist. Ein blau-weißes, so wie es aussieht. Aber schaut mal, 220 km/h. Bei diesen Autos geht es nicht nur ums Aussehen oder Nostalgie. Es geht darum, wie sie sich fahren, sich lenken und sich anfühlen. Es war eine echte Herausforderung. Aber eine gute. Noch Boho. Also es fährt sich auf jeden Fall schon mal echt ganz anders. Das ist ganz geil. Weil es ist halt ein Arcade-Racer, ne? Aber Sammler, man merkt schon den Unterschied. Dann hat man schon mal die Gelegenheit, mit solchen Legenden eine Spritztour zu machen. Das ist die Stärke von Vintage Garage. Vintage Garage. Zurück in eine Zeit, als es kein Nitro für den Kick gab und kein GPS, das sagt, wo es lang geht. Irgendwie beruhigend. Ob ich hier irgendwie nochmal rankomme? 250? Nice. Ich danke dir, Killer Schnecki, für die 4 Monate. Moin, moin. Fehlzündungen. Schön.
Hallo. Ich bin sowas von eins mit dem Auto. Raus mit dem Alten und rein mit dem Neuen ist angesagt. Die nächste Playlist ist legendär. Lamborghini. Eine eigene Playlist für dieses berühmte, bahnbrechende. Mir gehen die Adjektive aus. Okay, also das sind die, die am meisten gezahlt haben. Ich hab verstanden. Als ihr das Lamborghini-Logo gesehen habt, wusstet ihr doch sicherlich Bescheid, oder? In dieser Playlist stehen euch einige der berühmtesten Automodelle zur Verfügung. Alles klar. Es fährt sich sehr angenehm. Also wenn man so Need for Speed und so gewohnt ist als Racer, dann geht das echt klar. Diese Autos sind unübertroffen. Ihr taucht ein in die Geschichte von Lamborghini. Sie steckt voller Kraft und Innovation. Alter, was müssen die da auf den Tisch gelegt haben, dass die hier echt so eine Hommage nach der anderen hier raushauen? Es war ein seltenes Privileg, mit so vielen dieser Legenden zu fahren. Und all das habe ich Motorfest zu verdanken. Und jetzt seid ihr dran. Okay, man merkt, mit alten Autos ist wohl eher nicht so meins. Je neuer und je schneller, umso besser wird's dann irgendwann. Aber für jeden, ja. Na, gibt's noch einen Einblick? Hauen sie noch mehr raus? Hat's euch gefallen? Also das war nur die Spitze des Eisbergs. Aber eins nach dem anderen. Folgt mir! Seht euch mal um. Das ist, worum es hier geht. Autos, Benzin, PS und kein Stress. Ihr werdet das Festival schon sehr bald erkunden können. Und denkt dran, wir sind in Hawaii. Und nirgendwo kann man sich besser beweisen als hier. Zeige deinen Stil, tune dein Auto. Das ist Autokultur pur. Komm mit, wir treffen jetzt den Star der Show. Dein Auto natürlich. Na los, Zeit, sich eins davon auszusuchen. Oh oh. Jetzt nehmen sie uns alles coole Zeug wieder weg. Jetzt kommt der Moment. Sobald du dein Auto hast, übergebe ich dich an Kara, deine KI-Assistentin. Im Zweifelsfall kannst du dich auf ihren Rat verlassen. Honda S2000? Nice. Ja. Mustang und BMW. Guck mal, können wir mal ein bisschen schauen. Ein Z4, 335 PS bei 1600 Kilo. 240, Honda S2000, ja. 240 PS bei 1295 Kilo. 486 PS, da ist der Mustang. Bei 1780, ja. Das ist schwierig. Also eine Ami-Karre will ich eigentlich nicht fahren. Also am ehesten sehe ich es, ehrlich gesagt, mit dem Honda. Ist einfach ein bisschen am stilvollsten. Das hier ist ein Streber. Das hier, naja, ich weiß auch nicht. Ganz klar Honda, ich denke auch. Oder? Honda, BMW und Mustang. Bis jetzt sicher auf jeden Fall zweimal schon mal Honda. Honda. Guck mal, der ist von 2009, 2009, 10 und 2024. Der ist tatsächlich der neueste. 24?
Mami, Mami, was sagst du? Komm, wir brauchen zumindest noch eine Stimme. Was ist es heute jetzt? 4,5 Sekunden, 3,8 auf 100? Ah, ich meine, der ist halt auch schon der Schwächste so allem rum dran. Ja, Igo, das weiß ich ja schon. Und alles auch für den Honda. Jetzt wird es aber langsam eng hier. Ich kann ja will mir den Sound anhören. KI-Unterstützung aktiviert. Alle Motoren los. Zu spät, zu spät. Hi, ich bin Kara. Ich werde dir bei der Wahl einer Playlist helfen. Made in Japan. Mein Habit. Fahre und drifte im Neonlicht in dieser Reise durch die japanische Autokultur. Bei wem hast du auch ein bisschen super drin? Na, eher umgedreht, oder? Also sagen eher umgedreht von all dem bisschen, was ich so weiß. Im Super ist eher BMW drin. Rule the streets. Made in Japan. Fahre und drifte im Neonlicht in dieser Reise durch die japanische Autokultur. Ja, dafür haben wir ja noch genau den richtigen. Guck mal, Hawaii Scenic Tour. Entdecke und fotografiere den verborgenen Charme und die Schönheit Hawaiis. American Muscle. Entfessle den Street Racer in dir, indem du einige der berühmtesten und denkwürdigsten Muscle Cars fährst. Space Cookie. 911 Legacy, a Porsche Story. Entdecke das Erbe von Ferdinand Porsche und seine Kultautos. Rule the Streets. Triff das Donut Media Team und stelle dich James Pumphreys Fragen, Herausforderungen und Autoduellen. 9-11 Legacy. Rule the Streets. Made in Japan. Dann legen wir mal los. Eine Playlist steht bereit. Probieren wir sie aus. Okay, Made in Japan. Diese Playlist soll dich auf den Geschmack der japanischen Rennkultur bringen. Alles klar, da fahren wir jetzt einfach mal hin, würde ich sagen. Ich denke mal, das ist ja eh nicht so ein Spiel, bei dem du jetzt nur ein Auto hast. Alter! Kommt aus einer Maus, darfst auf keinen Fall bewegen. Diese Flitzer haben es in sich. Jetzt kann ich so ein bisschen. Meine Güte, war die schnell eingestellt. Noss ist auch schon mit dabei. Ja, nice. Ah, das gute alte knapp vorbei. Spoiler Alert! Du wirst in den Bergen driften und mit vollständig getunten Fahrzeugen antreten. Und wer könnte dich besser einführen als japanische Rennfahrer? Bald erfährst du mehr, aber zuerst sollten wir zum Container flitzen. Ja. Für die Rennen kriegst du dann immer irgendwie andere Sachen gestellt. Ist auch ganz okay so. Ist auch ganz okay so. Ich will ja auch beides haben. Das ist zum Teil doch schon echt spielend hier durch die Gegend fahren. War doch lustig, 78. Danke. Sehe ich da viele. Noch einen Monat und dann sind wir bei 24 Monaten, bei 2 Jahren schon. Ich danke dir für die 23 Monate. Stufe 1 Abonnement, lustig. Guten Morgen. Ja, so ungefähr. Fast. Und los! Danke.
mit den echten Videos dazwischen ist schon echt ganz witzig. Vorhin sind die sogar mal ein bisschen hochauflösender, das ist auch ganz geil. Das ist auch echt cool gemacht. Also das gefällt mir bis jetzt echt. Dass sie dir da wirklich immer so ein bisschen sehr auf Stimmung und alles und sowas alles achten. Ending, ja. Ist ein wirklich guter Arcade-Racer bis jetzt. Kannst du wunderprächtig mit Tastatur und Maus steuern, so wie es sein sollte. Dabei kennenlernen, was japanische Fahrer drauf haben. Fünf Fotos, sechs Prüfungen, Blitzreise zum Container freigeschaltet, was auch immer. Borst. Da wartet noch eine Aktivität. Dann fahren wir mal. Wir konnten dich nicht nach Japan bringen, also kommt Japan zu dir. Heute Abend gibt es ein Treffen am japanischen Tempel, der Beginn eines neuen Abenteuers. Dort erwarten dich ein traditioneller japanischer Sommervibe und viele Kyusha-Autos. Kultig, klassisch und made in Japan. Das ist auch ein bisschen verwirrend, ja, welche Autos hier dann teilweise irgendwie unsichtbar wären und welche nicht. Richtig, Motorfest stellt dir ein paar Top-Leute vor, die dir die authentische japanische Rennkultur näher bringen. Keine Sorge, du wirst sie bald treffen. Na, mal los. Was haben wir denn jetzt hier? Bestenliste Kyusha Spirit. Ja, locker, hau raus. Leihfahrzeug gewählt, Honda S, irgendwas bla. Sorry fürs Warten. Vielleicht kommt Moin Quixie erstmal. Ich hab gerade erst angefangen, vielleicht kommt es mit dem PvP-Rennen später. Probier mal den hier. Los. Jetzt ist japanisches Street Racing angesagt. Zeig mal was, Leute. Natürlich. Ja, klar. Klar, warum nicht? Motorfest hat uns gebeten, dir zu zeigen, wie es geht. Aber nichts ist umsonst. Du musst eine Rolle spielen und uns ein bisschen herausfordern. Ohne Stress. Ja, mach ihm keine Angst. Ich freue mich schon aufs Autotune. Können wir schon, also, das muss halt auch sein. Also seit Underground, Underground 2. Ich bin Arcade Race halt Kennst auch. Du dich mit dem Honda aus? Der NSX ist kein normales Straßenauto. Er wurde in den 90er Jahren gebaut, um mit Ferrari und Porsche mitzuhalten. Du klingst schon wie Shingo. Apropos Shingo, er sieht doch ein bisschen danach aus, als wäre es ein Ferrari. Besiegt, wird er uns das ewig vorwerfen. Diese Genugtuung will ich Shingo auf keinen Fall gönnen. Dann konzentrier dich und gewinn das Ding. Ich schätze mal, es ist noch, weil es jetzt am Anfang ist, aber so, sie machen es mir jetzt auch noch nicht weißt so du eigentlich, schwer. Wofür NSX steht? New Sports Car Experimental. Dich habe ich nicht gefragt, Tina. Nintendo.
das sieht alles durchaus ganz cool aus. Ja, jetzt, wenn du fast stehen bleibst, da fährst du immer noch 60, 70, 80. Wow, siehst du den irren Canyon da links? Achte auf die Straße, Hina. Ja, ich komm kaum dazu, mir irgendwas in der Umgebung anzuschauen, so aktuell. Ja, Mann, ich brauch noch richtige Hip-Hop-Mucke dazu, das wäre doch genau das Richtige. Ich liebe diese Festivalstimmung, fast wie bei unseren traditionellen Festen zu Hause. Oh, nach Boot Bay. Sieht so aus, als wirst du unterwegs, mit Autos umzugehen. Interessant. Easy. Alles andere loser. Naja, 13 Sekunden Vorsprung halt. Ist alles noch quasi Tutorial. Was kannst du verwenden, um Fahrzeuge Tuning-Teile zu kaufen? Gemacht. Neue Herausforderungen voraus. Nächster Halt, Kaneohe. The Pack wartet schon auf dich, um dir noch mehr... Schenk abgeholt, warte mal. So, jetzt haben wir Fahrzeuge. Verbessere. Bremsen, Getriebe. Aber Steuergerät können wir ja schon mal verbessern. Kostet mich 414. Nee. Das ist, glaube ich, einfach nur der Wert. Das kostet irgendwie nicht so wirklich irgendwas, oder? Ich kann es einfach so einbauen. Naja, ne? Warum nicht? Was können wir noch so machen? Alter, was läuft denn hier alles durch nebenbei? So, was haben wir noch? Shop-Aktivitäten. Können wir in den Shop reingehen? Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwas. Ihr seht auch, ich habe so ein bisschen Geld da oben rechts. Woran das wohl liegen mag? Klar, ich den Rollator verbessern. Ich weiß nicht, ob das wirklich viel ist, was ich da oben rechts habe, aber ich glaube, ein bisschen was schon wahrscheinlich. Ich mache noch Ahnungspapst. Ich habe auch zwei Keys bekommen, die ich eingeben musste von Ubisoft. Wie gesagt, die haben mir das Spiel gestellt. Also ich schätze mal, die werden mich wahrscheinlich versorgt haben. Ja, 30% off. Hallöchen. Es gibt zwei Währungen, wahrscheinlich wirst du die irgendwie zukaufen können oder so. So, jetzt haben wir schon mal ein neues Autochen. Es gibt ja, guck mal, Fahrzeugkatalog, wenn wir schon mal dabei sind. Wie hier empfohlen. Muss mal eben kurz aus dem Fenster schauen, da draußen geht es irgendwie ab und ich stehe da auch. Komm gleich wieder.
Ja, da habe ich beeilt. Apropos, wenn wir schon mal bei Autos beim Thema sind, es ist halt wirklich ein Kleinkrieg da mittlerweile draußen. Guck mal. Acura NS, was? Ich habe 508, ich glaube, ich kann mir echt eine ganze Menge kaufen. Ein Flugzeug? Okay. Ich kann mir ein Flugzeug kaufen? Und auch Magus, ernsthaft? Ich will ein Flugzeug haben. Boah, wie geil sieht das aus. Gekauft. Nice. Modell 17 Staggerwing. Alles klar. Tuner? Ich kann das. Na, doch, Tuning-Teile muss ich mir noch freispielen. Ah ja, okay. Das ist ja witzig, dass das Teil quasi auch noch tunen kann. Ja, mega witzig. Aston Martin, da haben wir sie wieder. Oh ja, ja. Bentley, BMW. Bugatti. Ja, ja, guck mal, jetzt wird's teurer. Was bist du denn für einer? Bugatti Bolide. Heißt der wirklich Bolide? Er heißt wirklich Bolide. Details. Er hat auch nur 1850 PS. Bei 1240 Kilogramm. Scheiße. So ein Schnellboot wäre schon nice. Mal noch Robbie Hood. Okay. Okay. Hart. Guck mal. Getriebe, Hand, HR, Leistung im PS gibt er gar nicht an und alles, okay. Ist schon witzig. Cadillac, Chevy, Chrysler, Citroën, Creators, Konzept, Spürmeister, was ist das denn? Okay, also es gibt auf jeden Fall so das eine oder andere, würde ich sagen. Oh, hallo, hallo. Mopeds. Alter. Ja, hier ist so ein Überblick hier, ne? Oh Gott, hier gibt's echt noch mehr Flieger. Und noch mehr Autos. Guck mal, hier sind wir noch mehr bei Honda. Was ist denn ein... Ach ja, doch, Infinity. Das ist, glaube ich, eine amerikanische Firma, oder? Oder ist Infinity nicht von... Nee, Infinity ist doch irgendeine Premium-Marke von irgendeiner japanischen, war das so rum, war das mal. Okay, es gibt auf jeden Fall reichhaltig Autos. Hier, Mercedes ist auch dabei, Mini. Also mit so einem Mini wäre schon witzig, mit so einem alten Mini. Ja, komm, das müssen wir auf Dauer eigentlich mal machen, oder? Haben sie so einen ganz alten noch mit dabei? Aber gut, wenn ich schon lese, ich soll erstmal freispielen. Von ihrer Rennkultur näher zu bringen. Die nächste okay. Playlist beschäftigt sich mit einem anderen Aspekt der Automobilkultur, dem Autotuning. Hier beim Motorfest erhält jedes Autothema seine Sendezeit. Moin Griffin. Um dir zu zeigen, wie du ein vorhandenes Autodesign neu gestalten kannst, hat Motorfest einen echten Meister seines Fachs angeheuert. Hier gibt's auch Noss. Liberty Walk ist mehr als nur eine Marke. Aber ich will ja eigentlich ein anderes Auto. Es handelt sich um drei verschiedene Ansätze einer allgemeinen Tuning-Philosophie. Die Liberty-Mentalität. Autos begeistern auf der ganzen Welt. Und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Leistung und Tuning ohne Kompromisse.
okay, die sind alle irgendwie ein Stück schneller unterwegs. Das ist ja witzig. Aber es gibt auf jeden Fall echt einiges. Und es scheint auch noch mehr mit dazu zu kommen. Also, das ist schon nicht so verkehrt. Es wird klarer, sobald wir den Container erreichen. Mit View startet man da so, wenn man jetzt nicht eine normale Spielversion holt? Ich glaube halt wirklich, ich habe hier ein bisschen was extra bekommen. Aber genau, da wären wir. Und da ist Herr Kato, der Liberty Walk persönlich vorstellt. プレイリセへようこそ。加藤渡です。このニオンからこのゲームでしか楽しめない素晴らしい体験を送ります。30年以上も世界中の車をリバティオークスタイルでカスタムしてきました。 驚き、喜ぶLBカスタムカーで日本の伝統を大切にしながら作っています。その作品をこのモーターフェストならではの体験を通じてチェックしてみてください。Das ist witzig gemacht. Das ist wirklich witzig. Liberty Walkの世界を旅して 君がトップのその旅を終えることができたなら、僕のコレクションから特別な車をプレゼントするよ。 Echt so schreien, Jonax. Also. Das ist Liberty Walk, ein Schritt über die Grenzen des Tunings hinaus. Ein Event verfügbar, 5 Prüfungen freigeschaltet. Ich finde es auch wirklich ganz geil, dass sie dich hier wirklich ganz schnurstracks an die Hand nehmen und einfach durchziehen. Dass du hier nie aus so einem Rennen rauskommst und nicht eigentlich schon das nächste anvisiert hast. Das finde ich passt zu solchen Spielen einfach enorm gut, weil ich will halt auch den Kopf ausschalten und will einfach erstmal irgendwas fahren und will auch zugeballert werden. Mit massiv Algen und irgendwas und irgendwas dergleichen und alles schick und wow, das ist ja cool. Liberty Works. Kato-san ist gerade beschäftigt, aber wir haben noch einen anderen Tuning-Experten hier. Eigentlich kennst du ihn bereits. Wer ist es? So, was haben wir denn? Ah, guck mal, aber jetzt sieht der BMW nicht mehr so aus wie eben. Da hat sich jetzt schon wieder ein bisschen was verändert. Also, so, ich habe es jetzt ja erst 45 Minuten gespielt, ne, aber ich würde sagen, bis jetzt fühlt es sich auf jeden Fall nach einem wirklich guten, runden, gelungenen Arcade-Racer an. Also der letzte, der mir wirklich Spaß gemacht hat, war Need for Speed. Ja, der letzte Need for Speed-Teil im Endeffekt, der letzte neue Need for Speed-Teil, der mit dieser Kampagne, mit dieser schrecklich schlechten Kampagne, aber die trotzdem Spaß gemacht hatte und da einmal die Kampagne durchzudaddeln. Also das war bis jetzt so das letzte Ding, was mir da wirklich richtig Spaß gemacht hatte. Also die dazwischen, das war irgendwie mal so ganz nett, aber irgendwie dann halt auch, ja, aber das, wie gesagt, ich find's ganz geil, dass sie dich hier wirklich an die Hand nehmen und dich auch zuballern und zwischendurch coole Videos und alles und hier und dann da, also von der Stimmung her schaffen sie es wirklich, dich sehr schnell ankommen zu lassen, das ist ganz gut. Nee, ich nicht was mit mir antwortet. Wie ist das denn? Das ist nicht so lang. Nein. 2 Jahre oder sowas? 3 Jahre? Eddie, Wheelie, Suki. Oh, ist gar kein Rhythmus, 8%. Hey, ich bin Stuji. Weißt du noch? Stuji, Wheelie, Eddie, Suki. Der Typ mit dem Evo 10.
Das sollte dich nicht überraschen. Das ist eine Liberty Walk Playlist. Ich bin Schrauber, das reicht. Mein Land ist das Mekka des Tunings. Es gibt viel zu erzählen. Aber fangen wir hier an. In Japan kennt jeder Tuning-Fan Wataru Kato. Er verpasst Supercars seinen Style. Das ist sein Ding. Scheint auch zu gehen. Puh, Glück gehabt. Nur noch Abfallprodukte. Sonst wäre es das auch jetzt gewesen mit dem Rennen. Da war ich nämlich zu schnell. Also es ist nicht so, dass du alles komplett geschenkt bekommst. Also ich meine jetzt fahrisch. Von der Schwierigkeit erstmal noch schon. Also kannst schon durchaus auch was verkacken. Aber es ist das, was ich auch mag als Arcade Racer. Liebhaber sozusagen. Kannst halt auch mal Blödsinn machen. Passt irgendwie noch alles. Ich kann eben meinen Pfeiltasten und her tippeln und es funktioniert. Und du hast einfach nur Spaß dran. Übrigens, dein BMW ist langweilig und du bist in der Liberty Walk Playlist. Also, möge das Tuning beginnen. Alter! Okay. Einfach mal den kompletten Typ überarbeitet, ja. Schau mal. Neuer Stoßfänger vorn, ein Flügel, Schürze bis zum Boden und Nietenkotflügel. Katos Handschrift, unverkennbar. Genug geredet. Zeig mir, was das Ding drauf hat. Also. Ist schon nett. Das ist schon witzig. Es hat halt deutlich mehr Herz. Ja. Ja. Es hat deutlich mehr Herz als die letzten Teile, die wir da gespielt haben. Die auch alle irgendwie schön zum Anschauen waren und so, aber zu mehr Spielrennszenen hier und da war klar, ich weiß nicht, wie das jetzt so der Wagen zwischendurch geändert wurde oder so. Das passt alles ganz gut zusammen. Das ist echt sehr stimmig. Kannst du mir jetzt noch Bescheid geben, wie im wäre? Bescheid geben kann. Naja, die kommt halt alle halbe Stunde. Also ja, erstmal, jetzt sollte der erstmal kein Problem sein. Sollte gehen. Nennen wir es zweite Chance. Sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Also die zweite Chance finde ich ja echt ganz nett. Trotzdem wird es eigentlich mal langsam Zeit, auch wegen SnowRunner. Also SnowRunner 2, also Adventures, Mud Runner. Ding auch mal mit Lenkrad zu spielen. Also mir geht's mittlerweile wieder ganz gut, Robbie. Ein bisschen erholt habe ich. Aber noch nicht schon. Aber es geht wieder halbwegs. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Street.
Moin Moin Trakehe. Danke dir. Ich bin ein Stufe 1 Abonnement. Vorhin hatten wir noch die 23 Monate, jetzt sind es die 24. Ich danke dir. Für zwei Sehr Jahre. Gut, aber Draka. Die Reise ist noch nicht vorbei. Vielen Dank. Und wie gefällt dir der getunte BMW? Merkst du den Unterschied? Er hat alle legendären Liberty Works Upgrades und passt perfekt zur Stimmung. Alter. Gute Neuigkeiten. Das Auto bleibt hier. Du nimmst es für die nächste Fahrt. Und die wird lang. Du hast viel Zeit, Bekanntschaft mit deinem Liberty Walk zu schließen. Kann ich jetzt fahren oder was oder wie? Was bist du denn? Okay, die ballern dich echt. Was habe ich denn schon für Autos, sag mal. Mann, auch Ellie. Fug? Also ernsthaft, was habe ich denn hier schon alles? Wie ballern die dich denn abartig mit Autos zu? Ja, Chevelle SS, Dodge Charger SRT, 707, Toyota GR Supra, LBWK Edition. Übel. Was habe ich denn schon? Ich würde sagen, legen wir mal hier von vorne los. Obwohl, wir hatten jetzt schon erstmal ein Joporne. Holen wir uns mal den hier. Und was ganz nice ist, du kommst halt auch in die Autos rein. Ne? Die haben hier auch hier drinnen halt alles gebaut. Ne? Weil in der letzteren, die wir da so hatten, konnte man ja nicht rein. Und ich auch wenn ich ganz gerne eigentlich von außen fahre, also finde ich es ganz cool, auch mal so ein Auto, wenn du eins neu hast, auch wirklich reinzuschauen. Und ich mag es halt, wenn sie sowas machen. End. Bis die Kiste sich mal bewegt, bis du den Hintern da rumgeschwungen bekommst, ist ja Wahnsinn. Warte mal, wir müssen eigentlich auch mal was rauskriegen, ne? Und zwar, wie sehr kannst du die Dinge auch kaputt machen? Das ist ja immer so eine Sache. Ich würde sagen, eher nicht so richtig. Einmal. Nochmal nach Rio Blanke. Was hast du im Sinn? Kara ist da. Ich bin weg. Soll ich hier nicht hin? Was soll hier hin? Event-Schwierigkeit. Du bist offenbar ohne echten Gegenwind in den Aufgaben unterwegs. Möchtest du die Schwierigkeit erhöhen, um deine Herausforderung zu erleben, die deinen Fähigkeiten entspricht? Ja. Auch nicht. Schön. Ja? Gut. Es macht einen so krass runden Eindruck bis jetzt. So eine Kleinigkeiten und Feinheiten hier. Ja. Wir haben bis jetzt jedes Mal gewonnen. Also, ja, macht auch Sinn. Das ist gut. Das ist wirklich gut durchdacht. Noch ein Lauf mit diesem Auto. Erweise dich würdig. Es könnte die Belohnung für diese Playlist werden.
Jetzt schon deutlich besser. Hab ich nicht mehr zurück reingelassen. Ja, ja, ja. Besser, deutlich besser. Aus dem Tuning-Magazin. Die Art, die einen als Kind beeindruckt. In den 90ern haben nur Tuner wie Kato europäische und amerikanische Autos so umgebaut. Aggressiv und radikal. Na komm schon. Liberty Walk bietet drei Säulen für drei Styles. Das ist der Work-Style. Mit Katos originellem Touch. Sieht mega cool aus. Klassisches japanisches Handwerk mit breiten Kotflügeln an den schönsten ausländischen Autos. Die anderen Säulen sind Nation und Performance, aber das kommt später. Sehr, sehr an. Nicht nur das Aussehen von deinem BMW hat sich verändert. Lass mal sehen. Besserer Turbo, verstärktes Chassis, zupackende Bremsen und Breitreifen. Ja, die Jungs sind gut. Nicht so schüchtern, lass ihn frei. Es macht echt Spaß. Hast du dich aufgepasst? Sehr gerne manchmal auch eher so ein bisschen mal stehen bleiben, mal in die Entfernung schauen oder so. Das Spiel tatsächlich auch relativ hübsch ist. Bis auf bei den Oldtimer würde ich fast sagen, die können nochmal eine Schippe drauflegen. Hast du jetzt eine Vorstellung davon, was Kato drauf hat? Das war noch nicht alles. Der 9 Shelby GT 500. Also irgendein Mustang hatten wir vorhin schon. War das nicht, auch mal was mit Shelby? Ja, 9 Sekunden. 14,5 auf die 3. Was für ein Sieg. Sicher werden viele folgen.
Monument der ersten Liberty-Säule. Schauen wir mal, wie diese aufgemotzten Works-Autos über die kurvigen Bergpässe kommen. Jetzt macht Spiel Spaß, ey. Ist das ein Unterschied wirklich zu beiden Autos jetzt im Vergleich? Scheiß drauf! So witzig. Da fliegt einfach mal noch Flieger durch die Gegend. Schön. Diesmal wechselst du das Auto. Wir haben einen getunten Nissan GT-R für dich vorbereitet. Ja? Das nächste Event wird ganz japanisch. Wir können ja mal gucken, ob wir den hier jetzt schon sogar auch mal tunen können. Verbesserung? Eieiei. PS schon. Okay, bessere Reifen. Ich habe erstmal von einem so halbwegs drin, was geht. So. Ja. Jetzt geht's los. Das kostet jetzt aber wieder. Okay, verstehe. Ey, nein. Es gibt noch mehr, ne? Es gibt hier noch Metalle, Standard, Metalle, Chrom. Schönes Ding. Ja. Noch Ronnie, das sieht schon pink vielleicht, ja, ja, auf jeden Fall, hier. Kriegst aber, kotzt ja mal am Strahl, das sag ich dir. Ein richtig geiles, tiefes Blau finde ich auch mega schön. Würde ich selber nicht als Autofarbe nehmen, da siehst du dich super schnell dran satt, aber meine Güte, ist das geil. Ich glaube sogar, ich nehme das Rot. Guck mal, was haben wir denn hier noch? So Tuning-Teilen, Motorhaube. Oh Gott, ich glaube, das ist wahrscheinlich... Ja! Ja, aber Logo! Schön, dass sie auch sowas mit dabei haben, was... Ja! Das ist auch so ein bisschen Stil echt auch funktioniert und so. Ja, das passt schon. Himmelblau ist auch geil aus, ja, ja, ja. So türkis und so dunkel türkis und so stehe ich auch sehr drauf. Also so ein Türkis, was sehr stark ins Blaue reingeht und das dann noch sehr dunkel. Das kann zum Teil mega cool aussehen. Ja, aber locker, natürlich. Alles wird verbreitert, was auch nur irgendwie ansatzweise. Hallo? Brauchen wir aber eher so klassischere Dinge, oder? Ich fast sowas hier passt sogar mit am besten. Hehehe.
Woo! Das ist auch schön gemacht, dass ich nicht da immer dann die ganze Zeit die irgendwie mal selber irgendwie nochmal aussuchen muss und so. Das ist schon ganz cool. Ah, nein, 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 ich bin noch nicht fertig. Ich würde ganz gerne mal so ein bisschen... Ach, guck mal, so kann ich drehen. Ja gut, gibt es jetzt nicht ganz so viele Unterschiede. Ja, fände ich den normalen sogar echt besser. Ja, wir müssen den breiteren nehmen, weil wir haben es vorne ja auch schon gemacht. Sonst passt das alles nicht. Da ich, dass du so viele Autos hast, passt das sogar auch durchaus, dass du hier nicht so extrem ins Detail gehen kannst. Also einen kleinen Spoiler, oder? So klein, so klitzeklein. Nicht so extrem opulent. Ja. Das hier finde ich super cool. Ja, Mann. Und was haben wir noch? Innenraum. Oh! Alles komplett in Schneeweiß, ja. Boah. Heavy. Ja, mega cool. Mega witzig. Okay, vom Material sehe ich jetzt nicht so den großen Unterschied. Okay, ich glaube, wir haben es so halbwegs. Cool. Schön gemacht. Nice. Macht Spaß. Ich habe einen Heck-Spoiler genommen. Ich habe einen. Da, den kleinen da. Ich mag keine sehr großen Heck-Spoiler. Die sehen immer ein bisschen komisch aus. Ich übergebe an Toji. Er redet nicht viel, aber wenn es ums Tuning geht, erwacht seine Leidenschaft. Ja. Ich finde meistens den einfach ein bisschen doof aus. Es gibt durchaus Autos, da passt es natürlich schon eher mit Hexborn, aber so die. Aber keine Ahnung. Ja, wenn du so halbe Startrampen dran hast. Cool. Das ist halt eher so ein bisschen halt in die Masse. Ne? Du hast halt viele Autos und die kannst du schnell halt ein bisschen tunen. Da geben sie dir Sachen vor und kannst sie ja halt so zwischen den Vorgefährten nicht so gut entscheiden und so. Und dann so ein paar Kleinigkeiten eher anpassen. Das finde ich ganz gut. Das ist nicht so extrem detailliert als jetzt über andere. So, nee. Guck, passt das. Zeige ich dir den Porsche noch gleich hinterher, Tune. Moped würde ich auch unbedingt mal fahren. Wir brauchen einen Golf. Ich brauche einen Golf 4.
beste Golf aller Zeiten. Hast geschafft. Zeig, was du drauf hast. Was heißt denn jetzt, zeig, was du drauf hast? Was machen wir? Das ist auch ganz cool, ne? Dass du mit diesem Schnellsystem über C, wenn du drückst, ne? Kannst du vorrufen und dann weg und alles und so. Das ist alles schön. Alles schön. Fährt sich wirklich schön. Und gleich zum nächsten Auto. Underground 2. Das beste Autospiel, das es jemals gegeben hat. Im Fall von Underground 1. Most Wanted habe ich nie gespielt. Na sowas. Sieht fast so aus wie bei einem dieser Kanami-Läufen. Aber zurück zum letzten Works-Rennen. Ein Nissan GT-R mit irrem Bodykit. Hey! Soll ich wieder reinlassen? Was soll das? Hey, die machen meine Taktik. Die schieben mich in die Kurven zurecht. Das Beste bei solchen Spielen, was du machen kannst. Einfach viel zu spät bremsen, in die Reihen brettern. Jetzt machen die das hier auch, das ist ja super frech. Kennst du Boso Soku? Ein krasser Typ und eindeutig die Inspiration. In den 70ern standen die japanischen Clans auf Krach und prollten in illegalen Rennen rum. Diese Autos. Wahnsinn. Kato kennt seine Klassiker. Müssen mal gucken, wie wir jetzt auch mal zwischendurch switchen können. Weil ich will ja auch die Vielseitigkeit des Spiels. Also ich will ja durchaus jetzt auch mal ein bisschen Offroad fahren. Jetzt geht so. Es bei Boso Soku um übergroße Bodykits. Hauptsache beeindrucken. Durchaus ist mal so halbwegs noch hinter mir. GT-Rs sind japanische Klassiker. Aggressives Design. Aber nachdem sie bei Kato waren, sind es krasse Kisten. Komm schon, beende das Rennen. Ja, du, habe ich vor. Oder was will er mir ansagen? Was will er mir sagen, dass ich zu langsam bin oder wie? Sein. Also ein bisschen geht's auch durchaus doch. Wo
zuerst so ein bisschen nachbrennt und so, ne, wenn du Lust nutzt. Das ist schon. Story spielt wird alles einfach. Ja, geil. Spiele ich denn jetzt die Story? Ich würde sagen, ja, oder? Das fühlt sich jedenfalls danach an. Mach ja nichts anderes. Aber ist es die Story? Mit Liberty Works sind wir fertig. Jetzt kommt Liberty Nation. Mal schauen, wann sie mich wieder hochstufen. Und noch gewinnen wir ja auch durchgängig. 14,5 Sekunden. Ich habe noch nichts verändert, also deswegen fühlt sich noch sehr stark an, als wäre es halt die Main Story. Ich habe noch nicht irgendwie irgendwas modifiziert, also jetzt irgendwas anderes ausgewählt oder so. Das ist im Kern dann meistens immer Main Story. Sound ist geil, also. Ja. Sehr gut, aber die Reise ist noch nicht vorbei. Autos sind Abenteuer, und zwar für jeden. Das ist Teil der Liberty Walk DNA. So sehr, dass eine der drei Säulen komplett auf diesem Credo fußt. Achtung, Achtung. Ich sag jetzt mal den nächsten hier, ne? Oder? Ja. So, den haben wir. Sieht mir ein bisschen zu komisch aus. Dodge Charger? Ich glaube, hatte ich nicht irgendwie irgendwas in dem Dreh? Ja, meine Porsche ist 718 Spider Fitted Edition. Guck mal, selbst den können wir schon verbessern. Und noch Huppi. Hüpp, gar nicht ausgewählt. Scheiße. Alter. Was ist denn das da auf dem Boden? Ja, das sieht wirklich jetzt nach Fortnite aus. Fortnite Mobil. Einmal den Gegenverkehr rein. Bei Liberty Nation wird die Liberty-Philosophie auf jede Art von Auto übertragen, ganz egal aus welchem Land es kommt. Sportwagen, Limousinen oder Alltagsfahrzeuge, japanisch oder importiert, vom großen Mercedes bis zum Mini Cooper. Jedes Auto kann ein einmaliges Supercar werden. Ah, so der hier nicht. Der ist verunstaltet. Erkunden wir also die zweite Liberty Walk Säule, Liberty Nation. Du beginnst mit dem Chrysler 300 SRT 8. Boom. Das klingt schon sehr stark danach, dass wir jetzt ein bisschen auch im Genre drehen. Oh, no fucker. Eventually, du bist offenbar ohne echten Gegenwind unterwegs. Möchtest du den Schwierigkeitsgrad erhöhen? Ja, möchte ich. Das ist schön. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Das mit dem Herantasten, das ist immer so ein bisschen weiter, weil du willst es ja am Anfang auch nicht zu schwer haben. Nicht bei so einem Spiel. Ja.
geht es doch erstmal auch um ganz andere Sachen. Dass du da so ein bisschen immer weiter rangetastest. Das ist voll in Ordnung. Was ist das denn? Jetzt eigentlich mit dem Mann im Auto gerechnet. Das Ältere. Ich finde, das Auto sieht aus, als wäre von links und von rechts erstmal einer richtig schön dick reingefahren und das Ganze ein bisschen aufgestaut. Sowas sieht man normalerweise nicht in Schraubershows, oder? Glaub mir, ich kenne mich aus. Alles Tuning-Meisterwerk. Bei Liberty Walk heißt das Nation. Egal ob Supercar oder Limousine, die Jungs machen alle schick. Werden die doch jetzt gleich nochmal verändern, oder? Die können mich doch nicht einfach so durch die Gegend fahren lassen. Chassis wurden durch schmalere ersetzt, aber man sieht immer noch keinen Spalt zwischen Schwellern und Boden. Hoffen wir, dass es keine Bodenwellen gibt. Zu dem, was er gerade so hatte. Ah ja, man merkt auch schon, ne, jetzt ist eine Spur knackiger. Der Chrysler SRT8 ist gemeiner als der 300er. Mit seinem V8 Hemi ist das mehr als eine Luxuslimousine. Das war's. Wir sehen uns im Ziel. Vor allen Dingen ist die Kiste einfach mal ein Klotz. Ich glaube, das könnte schon eher sein. 2 Sekunden ist ja vorne. Und die anderen kleben direkt bei mir dran. Also es ist 2-2. Bisschen näher bin ich schon mal rangekommen. Naja. Herzlichen Glückwunsch! Nicht mehr lange und du bist eine Motorfest-Legende. Eine neue Belohnung wartet auf dich im Aktivitätenmenü. Aber den hier können sie auch echt behalten. Also der fährt sich nicht geil. Den hier können Gut sie auch gemacht. Behalten. Und jetzt auf. So. Nur mal den hier. Zum nächsten Event. Schon mal ein Mini-Supercar gesehen? Mini-Supercar? Es gibt für alles ein erstes Mal, weißt du? Beim nächsten Event siehst du, wie sich Liberty Walk auf Autos auswirkt, bei denen man kein Tuning erwartet. Okay. Bei Liberty
Party Nation geht es um alle Autos. Weißt du noch? Wir Snarlau. Haben das richtige Auto. Server getrennt? Was? Was? Es hatte mir jetzt nicht geschmeckt, dass ich einmal Zweiter geworden bin, glaube ich. Hey, wir weiterfahren. Und rechts sieht so ein bisschen danach aus, als wäre das so ein Verbindungszeichen, aber ja, ich kann mal neu starten. Okay, es gibt kein Alter 4 hierbei. Dann halt so. Dann im BWS kommst du mit Luftschiffen zurück. Schön, nice, nice. Moin noch Brombe. Moin. Ist mein Luftschiffen war schon ganz nett. Tu es, 29 Grad, meist sonnig. Mhm. Noch so ein paar Stunden, dann war's das. Dann ist der Sommer vorbei. Ein Zufallsgefecht, ja endlich, richtig cool. Der Modus ist nämlich sehr nice. Hey! Das Spiel braucht irgendwie Ewigkeiten zum Starten. Komm schon, verbinde dich, verbinde dich. Ivory Tower, was auch immer. Starte den Motor. Ja, oder machen sie gerade irgendwie ein Update oder so? Kann das sein? Also ich würde mal fast sagen, meine Internetverbindung ist da. Das fühlt sich alles ganz normal an. Sieht fast aus. Ich starte mal Ubisoft komplett neu. Schließen. Erzwingen. So, stopp mal. Vielleicht gibt's da ja irgendwie ein kleines Update für die oder so. Tja. Sieht so aus, als hätten die Ubisoft-Server ein bisschen Problemchen. Ich brauche irgendwie auch Ewigkeiten, um sich einzuloggen. Schade. Hat echt Spaß gemacht. Sieht so stark nach... Ja.
Statusanzeige zeigt nichts. Boah, keine Ahnung. Nichts gemacht. Nichts gedrückt. Scheint Probleme zu Ubisoft zu haben. Bin mir nicht unbedingt Mitte, dass ihr da zu viele Sachen seht. Ich werde mal einen Speedtest mal eben hier laufen lassen. Das sind jetzt zwei unterschiedliche Leitungen. MB Download, ziemlich konstant. Also Internet ist voll da. Ist ja nur eine 100.000er Leitung hier. 126 Mbit habe ich sogar. Einen richtig geilen, stattlichen Upload von 6 Mbit. Aber auch den sogar konstant. Also Internet. Also meine Internetleitung steht. So wie ich sie gewohnt bin. Mit einer satten Ping von 20 zu einem deutschen Server. Zu Lutherstadt Wittenberg? Wieso denn? Was haben die denn da? Heißt ja auch Wumms. Also nee, aber meine Verbindung steht. Weiß ich. Mal nach Ultra Serious. Moin, moin. Wenn ich wenigstens wieder bis ins Hauptmenü bei hier irgendwie reinkomme, kann ich ja vielleicht den Server wechseln. Geht sowas? Ich scheine irgendwie einen Jackpot gezogen zu haben und irgendeiner der Server, der für mich zuständig ist, ist anscheinend gerade abgeschmiert oder was auch immer. Aber kommt irgendwie auch kein Update rein, sonst müsste ja auch noch irgendwie was passieren. Dann scamme ich ja wenigstens zumindest in die Ubisoft-Oberfläche wieder zurück. Schade. Das hat echt Spaß gemacht. Den Ubisoft Connect nicht connecten kann. Tja, ich sag mal so. Die haben ja schon vor kurzem, dass er erst umgeändert hat. Sie ist ja mal Uplay. Die werden alle irgendwie gefühlt mit den Oberflächen nicht so sehr glücklich. Wie viele da jetzt nochmal irgendwie die Annahmen und irgendwas im Hintergrund dran geändert haben, ist schon echt wahnsinnig. Aber ich werde auf jeden Fall mal demnächst noch ein kleines Strategiespielchen mit reinbringen. Hol dir einen Kaffee, Robby, hol dir einen Kaffee. Und zwar Diplomacy is not an option. So, dann machen wir mal.
Crosshobby zu freien, ja? Ich weiß auch nicht. Muss vielleicht irgendwie irgendein Berliner Server sein. Ich hab keine Ahnung. Nee, Verbindung verloren. Es scheint ein Problem mit deiner Internetverbindung aufgetreten zu sein. Prüfe die Einstellung oder wechsle den offenen Modus. Nein, mein Internet ist voll da. Ich hab's getestet. So. Also auf die Website Ubisoft komme ich tatsächlich auch. Das scheint immer noch irgendwie alles so halbwegs zu funktionieren. Der Offline-Modus, ich glaube nicht. Ich kann es gar nicht mal versuchen. Aber ich glaube, Offline-Modus will er nicht. Der hat mich ja gerade aus dem laufenden Spiel genau deswegen ja schon rausgeschmissen. Komm auch auf die Seite, das scheint was mit den. Okay. My name is Raphael Rose. I was convicted. Ich kann es euch sogar mal zeigen. Achso, jetzt kann ich anmelden. Alles, was Richtung Anmeldung geht, scheint krass lange zu dauern bei denen. Ich bin jetzt auf deren Website, das scheint alles weit zu gehen, aber wenn ich jetzt versuche, mich hier dort irgendwie anzumelden oder so, dann lädt er irgendwie wieder Ewigkeiten. Scheint irgendwas mit dem Anmeldungsserver mit dabei nicht klar zu gehen. Ne, weil hier, wenn ich jetzt hier irgendwo draufklicke, ist alles da. Funktioniert alles. Aber hier seht ihr schon, kringel, kringel, kringel dich, hier müsste ich mich jetzt eigentlich einloggen können. Also ich bin einfach mal auf die Website gegangen, um das auch zu schauen. Sally. Laut Ubisoft Support soll man den Router neu starten, Zitat früh. Führe einen vollständigen Neustart deines Routers aus, um Hardware-Probleme auszuschließen. Versuche dies, bevor du uns kontaktierst, deinen Neustart deines Routers dich vom Support. danke, H2O. Ah, Bo hat da noch was geschrieben. Was hat er denn geschrieben? Ah ja, Störungen gehen hoch. Okay, verstehe. Satte 20. ja, aber es ist, wie gesagt, ich bin ja extra jetzt mal auf die Website gegangen und der Shop und so, es ist alles da, aber irgendwas scheinen sie wirklich Probleme zu haben mit den Anmeldungen. Also mit der Accountverwaltung. Ach gut. Aber sportliche Preise, ne? Also es ist ein komplettes Vollpreis. Nee, ist es nicht. Nee. Was sag ich denn? Ach nee, ist der Year One Pass. Warte mal, ich zeig mal wieder. Kann nicht mal mich hier einloggen. Ist nur Dauerladekringel. Ja, die Standardversion 69,99. Die Gold Edition 99,99. Und dann gibt's noch die Ultimate Edition für 119,99. Ah, Bronze Pack irgendwie. Ich weiß nicht. Irgendwas hatte ich auf jeden Fall auch noch irgendwie extra bekommen. Crazy. Nein, Hardware-Probleme, um die auszuschließen, soll ich das Modem neu starten. Short Day. Ich kann mich nicht mehr einloggen. Es sind nur Ladekringel, irgendwas egal. Also ich glaube, wir sind erstmal zwangspausiert. Ja, ist ja kein Problem, oder? Ich denke mal nicht, dass es... Also
nicht allzu lange dauern. Oder nimmst Uplay Pass und spielst einen Monat für 14,99. Der Griffin, der Fuchs. Ja, also, es ist ein geiles Spiel, das macht echt Spaß so als Rennspiel, aber 69 Tacken 99 lege ich doch dafür trotzdem nicht auf den Tisch. Wo kommen wir denn da hin? Vor allen Dingen, gerade so ein Spiel, ich meine, sind wir mal ehrlich, das spielst du mal, selbst wenn du die Kampagne hier oder so mal durchspielst, um auf die, bis ich bei den 69 Euro angekommen bin, kann ich was, 4 Monate lang das Abo-Gedöns dafür nutzen und kann währenddessen noch alles andere noch irgendwie spielen. Und wenn du das hier einmal durchgespielt hast, spielst du es doch auch nicht wieder, ne? Also insofern würde ich dir auch sagen, ach, nee, aber mit dem Abo-Modell geht es ganz gut klar. Also ich sag mal, für 15 Euro, wenn du dann den Augenblick irgendwann mal frei hast und dir das mal so, oder sich so ein Wochenende mal so drauf stürzt oder so, ja, easy. Das ist gut. Das ist so ein perfektes Spiel, was von so einem Pass wirklich gut profitiert. Weil du einfach wirklich, so ein Spiel spielst du ja auch nicht 10 Stunden am Stück, da spielst du ja auch mal zwischendurch was anderes. Ne? Und so, genau diese Mischung und so, das ist genau perfekt. Das ist ein richtig geiles Spiel, um so ein Gesamtportfolio irgendwie aufzuhübschen. Ja, genau. Wir switchen jetzt erstmal, wir fahren mal dann ein, zwei Ründchen WWS, dann versuche ich mich wieder einzuloggen. Und dann schauen wir mal weiter. Dann ändern wir auch mal die Beschriftung. Ach, 50 Credit Points. Bam! Bist du jeden Tag abgeholt hier, sag ich euch. Der reinste Wahnsinn. Bam. So gut. Ich krieg ja 24 Stunden Premium, hat er Nightjack vorhin gesagt. Ne, krieg ich nicht. Ich war vorhin nämlich schon online, als ich die Streams und so vorbereitet habe oder den Stream vorbereitet habe für heute Abend. Also eher nein. Und jetzt ist es schon mit dabei in den Zufallsgefechten oder wieder was? Nee, noch nee. Sie kommen noch dazu, ne? Schade. Ja, die Zeppelin-Gefechte waren schon echt ganz nice. Die waren schon ganz nett. Ja, dann fahren wir mal ein bisschen Geld. Ja, Hühnerdieb, ich hätte schon ganz gerne auch noch weiter, wenn ich ein bisschen Auto gefahren. Warte mal.